Würden Sie gerne mehr über die öffentlichen Kosten und wirtschaftlichen Vorteile durch Migration in Ihrem Land erfahren? Liebe Zuschauer, guten Tag aus Brüssel. Im ersten Teil meiner Zusammenfassung unserer großen INSA-Meinungsumfrage konzentrierte ich mich darauf, dass die Kommission vorgibt, sie handle im Auftrag der Europäer, die Bürger sich aber klar von der EU über ihre Migrationspläne im Unklaren gelassen fühlen. Jetzt zu den Ängsten der Bevölkerung. Diese Pläne würden unseren Kontinent im Kern verändern und wirtschaftlich ruinieren. Die Europäische Kommission behauptete unter anderem, die Europäer wollten nicht mehr Grenzsicherung und vor allem keine Abschottung Europas gegen Zuwanderung. Das ist eine krasse Lüge, wie sich aus den Antworten auf Frage 5 der Umfrage ergibt. Denken Sie so die Frage, die europäischen Staaten sollten ihre Grenzen besser schützen, als sie das bereits tun. Über 80% der Befragten antworten darauf mit einem klaren Ja. Entweder jeder Staat solle seine eigenen Grenzen schützen oder alle zusammen die gemeinsame EU-Außengrenze. Nur rund 10% verneinten Grenzsicherung. Allein in Italien waren gut 20% gegen mehr Grenzsicherung. Wohl wieder deshalb, weil Italien Migranten ohnehin sofort nach Deutschland weiterschickt. Frage 6. Würden Sie gerne mehr über die öffentlichen Kosten und wirtschaftlichen Vorteile durch Migration in Ihrem Land erfahren? Besonders interessant sind die Antworten auf Frage 7. Glauben Sie, dass Migration ein Problem für unsere innere Sicherheit, nationale Identität und die Sozialsysteme Ihres Landes werden könnte? Rund 80% bejahten diese Frage und über die Hälfte ist sich sicher, dass der Sozialstaat durch Migration bedroht sei. Nur rund 15% glauben, Migration werfe keine Probleme auf. Ferner sind 58% der Ansicht, Migration in der EU solle auf Fachkräfte begrenzt werden. Nur 24% wollen indes auf unqualifizierte Migranten und Analphabeten nicht verzichten. Die überwältigende Mehrheit spricht sich also gegen EU-Kommissarin Johansson aus, die dreist behauptet, auch unqualifizierte Migranten seien ausdrücklich in der EU erwünscht. Fast 3/4 aller EU-Bürger sind überzeugt, selbst Flüchtlingen und nicht nur Migranten im Allgemeinen könne und sollte besser in Nähe ihres Heimatlandes als in einem EU-Staat geholfen werden. Hingegen meinen nur rund 15% der Befragten, den Migranten könne in der EU effektiver geholfen werden. Dem entspricht abschließend, dass rund 54% der EU-Bürger vor allem diejenigen EU-Staaten finanziell unterstützen wollen, die ihre Grenzen mit Zäunen und Mauern zu sichern bereit sind, wie jetzt bereits Ungarn, Bulgarien und bis zur Ukraine-Krise auch Polen. Resümieren wir. Die Europäer fühlen sich mit großer Mehrheit von der Kommission und anderen EU-Organen über deren Migrationspläne im Dunkeln gelassen. Sie lehnen unqualifizierte Migration strikt ab und wollen die Grenzen besser und effektiver auch gegen andere Migranten schützen. Denn ohne Grenzschutz, so meinen 4 von 5 EU-Bürgern, sind unser europäisches Lebensmodell, unsere nationalen Identitäten, unsere persönliche Sicherheit und unsere Sozialstaaten in Gefahr. Kurzum, die Europäer wollen die Migrationspolitik, die vor allem die Bundesregierung, Linke und Grüne aus Deutschland und Schweden auf ganz Europa übertragen wollen, nicht. Und von der Leyen macht dennoch weiter. Diese Frau sollte im Kongo für den Rest ihres Lebens interniert werden. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ihr Gunnar Beck aus Brüssel.